Das habe ich jetzt gelernt. Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Es braucht nicht viel, um sinnvoll Geld auszugeben. Beim Deutschlandstipendium zum Beispiel sind es ganze 150 Euro im Monat pro Stipendium. Und der Staat legt nochmal 150 Euro drauf. Und mit diesen 300 Euro im Monat, die nicht zurückgezahlt werden müssen, bekommen überdurchschnittlich engagierte Studierende mit Berücksichtigung auf ihre biografischen Daten, das wissen Sie auch, unabhängig von ihrem sozialen Status, jetzt hören Sie ruhig mal zu, unabhängig von ihrem sozialen Status, Anerkennung für ihre Leistung und nicht zuletzt finanziellen Spielraum. Das Deutschlandstipendium ist ein Novum für die Stipendienkultur in Deutschland. Erst 5 Jahre jung ist es nicht mehr wegzudenken. Die Hochschulen, jede für sich, Unis, Fachhochschulen, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, freie, öffentliche und private, die Hochschulen selbst entscheiden nach ihren eigenen Kriterien, wer wen fördert. Das gab es zuvor noch nicht. Und dass das Stipendium wirkt, zeigt doch dieser Evaluationsbericht, über den wir heute sprechen. Ich glaube fast, Sie haben ihn wirklich nicht gelesen. Da hat sich nur jeder das rausgesucht, was er vielleicht anmerken will, wo man noch was machen könnte. Aber im Grunde genommen, wenn Sie das ganze Konzept hinter diesem Deutschlandstipendium verstanden haben, könnten Sie nicht mit den Worten hier agieren, die Sie eben gewählt haben. Das Deutschlandstipendium wirkt. Es wirkt auf die Studierenden, die sich zusätzlich angespornt fühlen und Kontakte zu ihren Förderern bekommen. Es wirkt an den Hochschulen. Und gerade auch durch den Auswahlprozess bekommen Sie einen neuen Blick auf die Studierenden und in den Förderern entdecken Sie neue Kooperationspartner. Es wirkt auf die Förderer, die Zugang zu ihren Stipendiaten und auch zur Hochschule erhalten. So entstehen Netzwerke, die allen Beteiligten zugutekommen. Meine Damen und Herren, global denken, lokal handeln. Das ist das Konzept, nach dem man zwar das große Ganze im Blick haben soll, aber bereits im eigenen Umfeld selber ansetzen kann. Nach diesem Prinzip bilden sich in ganz Deutschland Wissensregionen. Hier arbeiten Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Stiftungen, kommunale Einrichtungen und Forschungsinstitute an gemeinsamen Zielen. Und auch in Zeiten modernster Kommunikationstechniken entstehen tragfähige Bindungen über persönliche Kontakte. Der hier gelebte Austausch und die damit verbundenen Innovationseffekte machen Wissensregionen zu einem zentralen Element, der sowohl regionalen Entwicklung als auch Bildung und Wissenschaft dienen. Und insbesondere MINT-Regionen machen es uns doch vor. Wir kennen doch alle welche. Und wenn nicht, säß man hier falsch. Und viele MINT-Regionen gehen mit guten Beispielen voran. Das Deutschlandstipendium unterstützt diese Art des Netzwerkens. Es bringt die am Bildungsprozess Beteiligten und die daran Interessierten zusammen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vernetzungsaktivitäten, wie zum Beispiel die Stipendienvergabefeiern oder Dialogveranstaltungen, fachübergreifende Projekte und Themenklassen an den Hochschulen oder auch Werksbesichtigungen, Praktikaangebote, die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten sowie Mentoring und Patenschaftsprogramme der Förderer werden zunehmend gemacht und angeboten. Und viele, viele Best-Practice-Beispiele machen da doch Lust auf mehr. Liebe Zuhörer, die Fragen, die mich als Berichterstatterin immer wieder beschäftigen, werden jetzt in diesem Evaluationsbericht endlich wissenschaftlich beantwortet. Haben alle Willigen die Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen oder auch ein Stipendium zu geben? Gibt es regionale Differenzen? Und welche? Dieser Evaluationsbericht zeigt, hier haben deutschlandweit alle Hochschulen grundsätzlich die gleichen Chancen zur Gewinnung der Stipendiengeber. Allerdings haben diejenigen einen Vorteil, die bereits Erfahrungen mit privat-öffentlichen Partnerschaften und Fundraising haben. Ihnen gelingt es etwas leichter, privates Engagement für das Deutschlandstipendium zu wecken. Aber wen wundert das? Und je länger man dabei ist, umso mehr Erfolg hat man natürlich auch. Aber jeder kann sich zum Beispiel für ein Deutschlandstipendium bewerben. Deswegen ist wirklich für jeden eine Chance gegeben, sowohl für die Hochschulen als auch für die Spendengeber. Um nachhaltig wirken zu können, braucht es beim Deutschlandstipendium, hören Sie doch mal zu, um nachhaltig wirken zu können, braucht man Vertrauen und wir brauchen Planbarkeit. Die CDU steht dafür. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion achtet seit Beginn darauf, dass
durch ausreichende Mittel im Haushalt die Finanzierungszusage des Bundes auch bei steigenden Stipendiatenzahlen gedeckt ist. Und diese oppositionellen Nebelkerzen und diese ständigen Querfeuer konnten die wirklich positive und stetige Entwicklung nicht stoppen. Nur, und da hören Sie gut zu, dass Sie damit vielen jungen Menschen die Möglichkeit eines Deutschlandstipendiums genommen haben. Da das ständige Zweifeln und dieses ewige Schlechtreden dieses Stipendiums nicht wenige Förderer abgehalten hat. Das kann ich Ihnen aus so manchem Gespräch heraus bestätigen. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Think positive, wenn Sie das kennen. So, dieser Evaluationsbericht hilft, das weitere Gelingen dieses Deutschlandstipendiums zu organisieren. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir für alle zukünftigen Stipendiaten und Netzwerker, dass jetzt noch mehr Unternehmen, Vereine, Organisationen und Privatpersonen überzeugt sind und Vertrauen in die Menschen und dieses Programm haben. 150 Euro im Monat für einen Studierenden mit allen Möglichkeiten. Ich komme aus Westfalen. Gesagt, getan. Ich habe es gemacht. Ich bin Stipendiengeber. Sie auch? Machen Sie doch mal was. Dankeschön. Der Kollege Sven Schulz hat für die SPD-Fraktion das Wort.